Hallo, es freut mich, ein so volles Kino zu sehen. Das ist eine gewagte Leistung bei dem schönen Wetter. Oder vielleicht haben Sie sich ja auch geflüchtet vor der Hitze. In den kühlen Kinoraum, wie kühl das bleibt, das werden wir sehen. Ich freue mich zu dem Film Keine Startbahn West. Das ist schon Fake News im Titel. So geht es ja vielleicht auch weiter, weil es gibt ja die Startbahn West, wie wir alle wissen, aber oder auch Damals nicht. noch Ja, nicht. damals noch nicht. Genau. Ihr habt ja das Mikro auch. Also man merkt, ein dialektischer Film. Es gibt sie, aber damals noch nicht. So kann man das auch sagen. Ist auch ein Kollektivfilm. Und ich freue mich. Zwei des Kollektivs, die anderen sind nicht da, da können wir nachher noch drüber sprechen, über die anderen zwei des Kollektivs zu begrüßen, nämlich Thomas Frickel und Günther Oehme. Weil wir danach viel Zeit haben wollen, über den Film, über den man gut reden kann, zu reden, wollen wir es jetzt kurz halten. Es gibt auch keinen Trailer, den haben Sie schon so oft gesehen, dass es Ihnen auch reicht. Und deswegen machen wir das so, dass ihr jetzt einfach kurz was sagt, was man so vor dem Film erzählen kann. Naja, sehr viel ist nicht zu sagen, außer dass dieser Film, der ja schon 40 Jahre alt ist, jetzt praktisch renoviert wurde. Er wurde digitalisiert in einem hochauflösenden Format und der Ton ist jetzt gerade nochmal neu bearbeitet worden und auch das Bild ist neu bearbeitet worden. Das ist heute noch nicht der allerletzte Schliff, denn es wird jetzt eine Fassung erstellt, wo dann auch noch Untertitel mit dazukommen. Und von daher sind wir auch dem Filmmuseum, bei dem wir heute hier zu Gast sind, sehr dankbar, dass sie das angestoßen haben und Mittel aus dem entsprechenden Förderfonds des Bundes akquiriert haben, um diesen wirklich historischen Film, der die Vorgänge um die Startbahn West dokumentiert, in ein Format zu bringen, das es auch möglich macht, ihn heute noch zu sehen. Genau, aber. Aber man muss dazu sagen, dass ein Zwischenstand, den Sie heute sehen, weil die Bildbearbeitung nicht ganz abgeschlossen ist und leider bei der Erstellung der Vorführkopie für heute ein böser Fehler unterlaufen ist, da hat der Dienstleister das Bild reingezoomt, das heißt also das rundum abgeschnitten, was uns leider sehr schmerzt und wehtut, aber was wir auch nicht ändern können. Und Woraus damit, leider Entschuldigung. nicht, woraus leider nicht folgt, dass Sie 20% vom Eintrittspreis zurückerhalten, was ja eigentlich die logische Folge wäre, aber so logisch geht es halt nicht zu beim Film. Die wichtigsten Sachen passieren sowieso im Zentrum des Bildes und von daher denke ich, werden Sie Oder. zufrieden sein und wenn wir es nicht gesagt hätten, hätten Sie es vielleicht gar nicht gemerkt. Naja, Sie, also Jetzt man merkt Brisson dann hier irgendwann, dass wäre. Titel abgeschnitten sind und das ist die Begründung dafür. Gut. Wir fangen einfach an und wünschen natürlich den Umständen entsprechende gute Projektion. Günther Oehme. Thomas Frickel. Stell dich in die Mitte. Ja, dann gut, dann erzählt doch mal, wie war diese Reise in die Jugend für euch jetzt gerade? Naja, die Reise haben wir öfters gemacht, weil wir während der Restaurierung ja beteiligt waren und mitgearbeitet haben. Aber man stellt fest, dass natürlich sehr viel auch inzwischen wieder aktuell geworden ist. Also selbst wenn man jetzt auch den letzten Stück vom Udo Lindenberg nimmt, Grande Finale, das ist durchaus sehr zeitgemäß wieder. Unbedingt. Also und das hat auch Auswirkungen auf euch gehabt, den Film wieder zu restaurieren, wie ein Jungbrunnen? Naja, es gibt schon immer mal wieder Interesse, diesen Film zu zeigen. Und es fällt ja auch auf, dass in der Argumentation derer, die diese Startbahn damals wollten und in der Argumentation derer, die sie nicht wollten, sich sehr vieles wiederholt. Im Grunde genommen dreht sich das alles im Kreis und Sätze aus diesem Film könnten heute genauso auf neue Projekte angewendet werden, wie zum Beispiel die Sache im Dannenröder Forster, was auch immer. Und allein das hat dazu geführt, dass wir gesagt haben, dieser Film muss auch wieder verfügbar sein. Das Umweltbüro Rhein-Main, also die Nachfolgeorganisation der Bürgerinitiative, hat auch immer wieder gefragt, können wir diesen Film einsetzen? Er ist gewünscht worden zum Jahrestag der Hüttendorf-Räumung, der war letztes Jahr im Herbst und wir hatten nur eine ganz, ganz schlechte VHS-Kopie. Und Gott sei Dank hat Thomas Worschech hier und das Filmmuseum gesagt, okay, wir beantragen das und gucken, dass das wirklich solide gemacht wird. Und jetzt sind wir da mittendrin.
Er hat ja auch zwischendurch durchaus noch Einfluss genommen. Also es gab eine Vorführung am Dannenröder Wald am Neujahrstag vor einem Jahr, wo also mit natürlich Interesse auch gerade die Akteure im Dannenröder Wald gesehen haben, dass es sehr viele Parallelen gibt zu dem, was vor 40 Jahren abgelaufen war. Ja, danke für die ernsthaften Antworten, weil meine Frage war ja gar nicht so ernsthaft gemeint gewesen. Wir bemühen uns halt redlich. Nee, passt schon. Das ist richtig, um mich auf den Boden der Tatsachen zurückzubringen. Deswegen, ist das eine gute Nachricht oder ist das eine schlechte Nachricht, dass man die Sätze wiederholen könnte und die von beiden Seiten und dass es so viel Nachfrage gibt? Ja, bis der Arsch im Sarg liegt. Also das ist ja toll für Filmemacher, wenn der Film aktuell bleibt. Das ist ja mal klar. Also auf der subjektiv-persönlichen Ebene ist eine gute Nachricht, oder? Also ihr seid Krisenprofiteure bis zu einem bestimmten Grad. Nein, auf der anderen Seite ist eine schlechte Nachricht. Komm, das ist schon klar, wie es... Also. Ja. Ja gut, ich meine, der Film ist auch in gewisser Weise gemacht worden. Es war da abzusehen gewesen, dass Hündorfs geräumt wurden. Es war klar, dass gebaut wird. Und da haben wir auch eine Perspektive gefunden, die vielleicht noch über die Zeit rausragt. Ja. Ich meine, wir hatten ja den Film aktuell auch gemacht gehabt, um noch einzugreifen, weil das war ja im Prinzip 1981 gewesen, wo eben das Konzert war, wo die Hüttenräumung war und wo der Staatsgerichtshof entschieden hat, dass das Volksbegehren nicht zum Zuge kommen kann. Und das war nochmal eine Gelegenheit, überregional auf die Sache aufmerksam zu machen. Und der Film ist ja auch überregional ausgewertet worden. Der lief in Kinos. Mit den aktuellen Zahlen, die Thomas Dillis gleich bekannt gibt. Nein, die weißt du besser. Ich habe immer die falschen Zahlen genannt. Ich habe das größer gemacht, den Erfolg größer gemacht als er war. Aber er war schon ganz beachtlich, weil diese Filme sind ja damals nicht wie heute elektronisch verbreitet worden, sondern als 16mm Kopien mussten die verschickt werden an die Kinos. Und da hat er also zwischen 40.000 und 50.000 Zuschauer gehabt. Aber ich wollte auf deinen, also bevor der Film anfing, hast du ja gesagt, keine Startbahn West, das hat sich nicht erfüllt. Der Titel ist in der Tat der Kampagnentitel, denn es geht ja auch aus dem Film hervor, dass die Arbeitsgemeinschaft Volksbegehren damals Hauptfinanzier dieser Geschichte war. Und wir haben den Film natürlich auch als Kampagnenfilm gemacht. Das ist also sicher kein objektiver Dokumentarfilm, alles andere als das, sondern es ist wirklich ein Film, der auf der Seite derer steht, die damals gegen dieses Projekt gekämpft haben. Genau, wir kommen auch jetzt. Und da gab es dann einige Filme in dieser Zeit, die natürlich diese frühen ökologischen Bewegungen begleitet haben, aus der Anti-AKW-Bewegung, aus der Bewegung gegen Wackersdorf und Gorleben. Und da reiht sich der Film also sozusagen in ein ganzes Subgenre ein von Filmen, die damals ähnlich gemacht wurden. Ja gut, also eine andere Geschichte ist noch wie zur Entstehungsgeschichte. Wir haben das Projekt ja begleitet seit 1978. Die Auseinandersetzung war viel älter. Es gab also Gemeinden, die haben schon 20 Jahre vorher dagegen geklagt, also der juristische Weg. Und was wir gemacht haben, ist natürlich auch eine Form von Gegenöffentlichkeit. Also das sieht man ja im Prinzip auch als Ausschnitt. Der Fritz Rau hat halt ein Konzert organisiert, wo die Frankfurter Filmwerkstatt die Idee hatte, darüber einen Film zu machen und letztendlich auch die Idee zu diesem Film hatte. Und der hat das eingebracht, was er konnte. Wir haben eingebracht, dass wir wissen, wie ein Film gemacht wird und das gemacht haben. Es gab Zeitungen, weil im Prinzip natürlich in öffentlichen Medien die Sache natürlich sehr unterbelichtet dargestellt wurde, insbesondere von dem regionalen Sender, genannt Hessischer Rundfunk. Und was wir gemacht hatten, wir hatten vorher drei Kurzfilme gemacht, die so Anspielfilme waren. Das heißt, man hat mit 16mm eine Veranstaltung organisiert. Das war eine Technik, die verfügbar war, wo auch Projektoren verfügbar waren. Und dann haben Bürgerinitiative oder Gruppen den Film ausgeliehen und anschließend hoffentlich immer gleich eine lokale Initiative gegründet, was die Idee der Filme auch war. Das gab auch astronomische Ausleihezahlen. Das heißt, der Film ist teilweise zweimal am Tag eingesetzt worden. Die Leute haben abgeholt, am nächsten Tag wieder eingesetzt. Also wir hatten da, glaube ich, so 1000 Aufführungen gehabt mit den drei Kurzfilmen. Und damit hatten wir auch Material gehabt, die historische Sache zu erzählen. Ich hatte da noch weiter gedreht gehabt, bei den aktuellen Auseinandersetzungen, was so die Stütze war, jetzt für das vierte Kapitel, wo es
Genau, da wollte ich nämlich drauf kommen. Also wir reden gleich noch ein bisschen weiter über Gegenöffentlichkeit und Widerstand. Jetzt mal ganz kurz am Schluss nach der Matrix-Schrift. Das ist ja überhaupt ein sehr fortschrittlicher Computertitel, Film. Computertitel, mein Lieber. Alles vorwegnimmt, ich weiß, was das ist. Auch bei Matrix sind das Computertitel. Ja, ja. Aber dennoch denkt man ja heute, wenn man das sieht, an Matrix. Und das war immerhin fast 20 Jahre früher. Und dann kommt ja das, was ihr wahrscheinlich von George Lucas Star Wars geglaubt habt, nämlich das Next Chapter. Das kommt ja dann auch immer, dass es quasi wie eine Saga ist. Also das nächste Kapitel kommt noch, es ist noch nicht zu Ende erzählt. Was kam dann? Wie wurde das weitererzählt oder wie könnte das weitererzählt werden? Der Film endet ja doch optimistisch mit dem Ausblick darauf, dass diese Energie, die die Leute investiert haben in den Kampf gegen die Startbahn West, dass das auf dem gleichen Niveau gehalten wird. Das hat sich wohl so nicht bewahrheitet dann nachher. Und als dann erstmal gebaut wurde, war das natürlich eine sehr große Frustration. Aber es war dann auch sehr viel später, als dann die Landebahn Nordwest zur Diskussion stand, in der gleichen Region natürlich wieder die Unruhe. Und es waren auch zum Teil die gleichen Leute, die dann mit ihren inzwischen größer gewordenen und zum Teil im Hüttendorf getauften Kindern auch wieder auf die Straße gegangen sind. Aber da haben dann andere Filme drüber gemacht, die zum Teil auch freche Filme waren und die natürlich eindeutig auf der Seite der Betroffenen standen. Wir waren davon dann später ein bisschen weg, aber es müssen ja auch nicht immer die gleichen Leute machen, sondern es ist ja gut, wenn man den Staffelstab auch weitergibt. Und, also für euch gab es kein nächstes Kapitel und wird es jetzt auch nicht geben, oder? Weil ihr das so andeutet, so als hättet ihr vielleicht auch schon so bestimmte Ideen so. Naja, wir haben das auch gar nicht auf uns bezogen, auch diesen letzten Titel nicht, sondern es ist mehr allgemein so gedacht, dass in dem Kampf der Ökologiebewegung gegen die Interessen der Industrie das letzte Kapitel noch nicht abgeschlossen ist. Und das ist, glaube ich, etwas, das würde ich heute genauso unterschreiben. Und andererseits hat man ja angedeutet gehabt, dass die Leute sensibilisiert sind aus der Region für weitere Aktivitäten. Da waren wir vielleicht optimistischer und haben gehofft, dass die ein weiteres Kapitel auch schreiben. Sehr gut. Ich bin sicher, genau kommt die erste Wortmeldung. Sie bekommen ein Mikrofon gebracht und idealerweise genau die Maske runterschieben oder abnehmen kurz. Und überhaupt weitere Fragen und Anmerkungen sind willkommen. Bitte. Ich möchte auf eine Sache hinweisen, die hier so ein bisschen untergegangen ist. Thomas, du hast ja auch davon gesprochen, dass der Film vielfältig ausgeliehen worden ist. Es hat also gerade die Frankfurter Filmwerkstatt, die Filmwerkstatt in Zürich, die Freiburger Medienwerkstatt, die haben damals unheimlich viel Dokumentarfilme gemacht, die die sozialen Bewegungen in Deutschland, in der Schweiz, wie es bei den Österreichern gelaufen ist, kann ich nicht einschätzen, aber man muss auch bedenken, dass aus diesen Medienwerkstätten, die sich an den sozialen Bewegungen orientiert haben, viele Filmemacher hervorgegangen sind, die heute noch aktive Dokumentarfilmer sind. Wenn ich da an die Freiburger Medienwerkstatt denke, die Dankwart-Brüder, Miriam Quinte und Mike Schlömer, der hat jetzt neulich auch gerade eine Premiere von seinem jüngsten Dokumentarfilm gemacht. Also es ist eine Sache, die hier wahrscheinlich für einige Jüngere im Saal nicht zu unterschätzen ist. Ja, wendländische Filmkooperative dürfen wir auch nicht vergessen, mit Roswitha Ziegler. Und sind auch heute noch aktiv, ja, schon in der nächsten Generation jetzt wieder, in der Bewegung um Wackersdorf. Klaus Stanjek, der dann mal Professor für Film an der Hochschule in Babelsberg geworden ist, hat in München einen Film gegen den Flughafen im Erdinger Moos gedreht damals, war ja auch praktisch eine Planung am Reißbrett gewesen und das ist einfach in eine Landschaft reingeklatscht worden, so hieß der Film auch, quer zur Landschaft und Klaus hat damals ein Flughafen-Filmfestival organisiert in München, also es ist richtig, ja, dass das sozusagen ein Nukleus war, auch dieser politischen, dokumentarischen Arbeit, die dann über viele Jahre auch die Republik geprägt hat. Deshalb ist dieser Film übrigens auch Bestandteil eines Jubiläumsprogramms, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, das das Goethe-Institut dem vorletzten Jahr schon auf den Weg geschickt hat und das 40 Jahre deutsche Dokumentarfilmgeschichte präsentiert, ne? Also als ein Beispiel dieser Umweltfilme, die damals entstanden sind.
Prima. Ergänzen dann möchte ich, ich möchte noch was ergänzen. Also wenn ich an Thyri Brent denke, du kennst ihn sicherlich auch, Thomas, ihr beide kennt den, wie der damals, was den Häuserkampf betrifft, rumgereicht worden ist, der Film, das war genau dasselbe Phänomen. Und es ist ja auch eine Videobewegung gewesen. Ja. Zwar wurde der weitergereicht, der Film, auf 16 mm, aber es waren alles Videoaktivisten, die sich an politischen Themen orientiert haben. Und aus dieser Videobewegung ist wiederum das Freiburger Videoforum hervorgegangen, was dann irgendwann nicht mehr existierte, weil aus den Leuten gestandene Filmemacher geworden sind und Video dann irgendwann auch mal auf allen Festivals ein gängiges Format geworden ist. Aber also wenn ich diesen Film mir angucke, ich hatte ihn noch nie gesehen in meinem Leben, das ist für mich so ein Graswurzelfilm auch aus einer cineastischen Perspektive betrachtet. Also es geht ja nicht nur um Politik und viele Menschen, jüngere Menschen, die wissen das heute einfach nicht. Der Willi Roth hat ihn dankenswerterweise auch in seinem Buch Der deutsche Dokumentarfilm seit 1962 mit erwähnt als ein Beispiel, ne, für eine damals neue Generation, die einfach mit frechen Filmen an die Öffentlichkeit gegangen ist, an die Gegenöffentlichkeit. Denn es ist richtig, Gunther sagt es ja bereits, der Hessische Rundfunk hat sehr gefremdelt mit dieser Startbahnbewegung. Die haben einen eigenen Film mal in Auftrag gegeben, der dann im Giftschrank verschwunden ist und sowas ist bis heute nicht im Fernsehen gezeigt worden. Also das, was du Thomas gerade gesagt hast, war der Film Kinder haften für ihre Eltern von Fritz Kremser, der irgendwie im Giftschrank gelandet war, vom Hessischen Rundfunk beauftragt. Der ist dann illegalerweise mal bei einer Tag der offenen Tür von den Grünen im Römer gezeigt worden und durch irgendwie Bürgerinitiativen Einfluss auch in diesem Kino mal gelaufen. Die Hauptfrechheit vom Hessischen Rundfunk war gewesen, dass sie nach 10 Jahren Jubiläum Stadtbad West den als Langzeitbeobachtung einfach gezeigt haben, ohne auf ihre eigene Giftschrankpolitik hinzuweisen. Okay, hier vorne bitte. Ja, ich wollte mich erstmal ganz herzlich bedanken. Ich fand das sehr bewegend, diesen Film zu sehen. Ich bin selbst hier in der Region aufgewachsen und habe das sozusagen als Kind noch so quasi ganz am Rande erlebt. Und wahrscheinlich war die unmittelbarste Auswirkung, dass es dann plötzlich auch in Raunheim irgendwann einen alternativen Buchladen gab, wo man irgendwie Dinge sehen und kaufen konnte, von denen man vorher also wirklich noch nie gehört hatte. Aber ich habe eine ganz spezielle Frage, nämlich zur Machart und zur Auswahl der Interviewpartner. Es fiel mir schon die ganze Zeit bei dem Film auf und ich habe eigentlich die ganze Zeit auf diese aktivistische Position gewartet. Und der kommt ja dann ganz am Ende erst. Also ganz am Ende gibt es diesen jungen Typen, der dann irgendwie erzählt, wie man die Mauer knacken kann. So. Ja, der war dann mal Stadtverordneter für die CDU in Rüsselsheim. Ne? Und wieso habt ihr vorher so quasi durchweg auf diese eher bürgerlichen Positionen gesetzt, also den bürgerlichen Teil der Bewegung? Also, ja, das hing auch mit unserer Identität zusammen. Wir haben ja diese Bewegung begleitet und hatten mit den Leuten zu tun, die da vor der Kamera stehen auch. Ne? Sie treten ja auch, also beispielsweise Hans Kohlhepp, der Rentner, der einen großen Raum kriegt mit seinen Aktionen, der kommt ja auch in unserem Kurzfilm, von dem Gunther gesprochen hat, über den Bau des Hüttendorfs schon vor. Ja? Also diese Geschichte, wo geklingelt wird bei ihm und sie unterhalten sich, morgen früh geht's los. Gell? Und dass er dann sozusagen als jemand, der wirklich seit Jahren diesen Protest begleitet hat, auch zum Protagonisten wird für die Geschichte dieser Bewegung, das hat sich dann angeboten. Und wir wollten natürlich auch im Interesse der Arbeitsgemeinschaft Volksbegehren, ohne dass da jemand sich eingemischt hätte und gesagt hat, ihr macht das jetzt aber so oder so und wir wollen die Chaoten nicht drin haben im Film oder so. Das stimmt ja auch nicht, ist ja alles drin. Ist übrigens eine Collage aus ganz unterschiedlichen Materialien. Wir haben jetzt nicht nur dieses 16mm Filmmaterial, was wir bzw. Gunther damals selbst aufgenommen haben, eingebaut, sondern es ist Super 8 Material drin. Sie sehen ja, es sind Fernsehspots der SPD geklaut worden, es sind Fernsehsendungen wie diese unsäglichen Diskussionen mit dem damaligen Bürgerkriegsminister Kriegs reproduziert worden und eingeschnitten worden.
Dann sind animierte Geschichten drin, die Rolf Silber gemacht hat und so kleine Sachen, die wir dann auch noch mit eingebaut haben, wie diese Geschichte, wo der Hans Kohlhepp im Aktenkeller sitzt und dauernd diese Akten da auf den Tisch geknallt bekommt und im Hintergrund hört man den schreien, weil alles schon so ein bisschen unheimlich ist und zum Schluss schmeißt er das runter. Also wir haben das einfach alles kollagiert und ich muss auch noch dazu sagen, zu der Entstehungsgeschichte, das waren praktisch 2 Monate, was Irrsinn ist für einen Film in dieser Länge. Das ist wirklich eine kolossale Kraftanstrengung geworden. Das ging von Anfang Dezember, als dieses Konzert war, ich glaube am 8. Dezember oder was, hier in der Festhalle. Und Ende Januar musste der Film fertig sein, weil wir in der Berlinale präsentiert haben, wo er seine Premiere hatte 1982. Und in 2 Monaten das alles zu schneiden, das ging dann so, dass das auch über Weihnachten lief und auch nachts lief im Schneideraum und war hatte ein unheimliches Tempo und auch einen unheimlichen Zug und Sog. Ja. Und dadurch haben wir auch Sachen einfach gemacht, ja, und nicht lange überlegt. Sehr viele spontane Ideen durch entstanden, über die man schon vielleicht wundern könnte oder mag. Aber nochmal, eine Stärke war ja auch gewesen, dass es eine Breite der Bevölkerung gab, was wir auch rausstellen wollten, weil die Vorzeigebürger, die eben von der Hessischen Landesregierung als solche bezeichnet wurden, sind die auch wirklich aktiv waren und über lange Zeit aktiv waren. Deswegen haben wir die natürlich auch etwas in den Vordergrund gerückt. Gut, jetzt haben wir hier und dann da. Ich fand den Film großartig und habe mich sehr über den Humor auch gefreut, bei diesen Funksprüchen, vor allem den Namen der Funkspruch-Protagonisten, und fand sehr schön, dass die Musik so einen wahnsinnigen Stellenwert hat und auch so lang immer die Songs geblieben sind. Ich wollte nur wissen, meine erste Frage ist, wie der Cellist heißt, dieser experimentelle Cellist. Frank Wolf ist das. Ich kenne ihn nicht. Danke. Und über euer Kollektiv würde ich noch gern mehr erfahren, ob es noch gibt und wie lange es schon gibt und so. Das würde mich interessieren. Und wie es heißt. Danke. Ja, kollektiv, diesen Stempel hat man solchen Dingen aufgeprägt. Das waren 2 Gruppierungen, die damals zusammenfanden, um diesen Film in Szene zu setzen. Das eine war die Frankfurter Filmwerkstatt, ist schon gesagt worden, die in ganz anderen Bereichen normalerweise unterwegs war. Und wir haben uns Arbeitsgemeinschaft He-Film genannt. Das war Gunther, das war Wolfgang Schneider und das war ich. Und wir haben zusammen Filme gemacht, zum Teil so kleine Spielfilmchen, Kurzfilmchen. Und das war dann so die erste politische Arbeit, weil wir auch gesehen haben, da passiert was in der Region und jetzt fangen wir mal an und dokumentieren das. Ne? Und also wir. Kurzfilme seit 78. Ne? Ja. In 3 aufeinanderfolgenden Jahren auch in enger Zusammenarbeit mit der Bürgerinitiative. Danach haben wir dann in dieser Konstellation nichts mehr zusammen gemacht, aber wir arbeiten jetzt noch zusammen, also Gunther und ich, bei vielen Projekten, die danach gefolgt sind. Ja. Gut, danke. Ja, ich wollte auch, Thomas, dir nochmal Danke sagen für die Überarbeitung des Films. Als aktive Beteiligte damals im Kampf gegen den Bau der Startbahn West war es natürlich für mich nochmal schön, außer dass ich letztes Jahr zum 40-jährigen Bestehen der Hüttendorf-Räumung, gab es ja sehr viele Filme in Waldorf und sehr viele Bilder und Veranstaltungen, es ging ja eine Woche lang, aber die Überarbeitung sehr gut ist. Vor allen Dingen fand ich ganz toll, dass dem Schubert dieser Raum eingeräumt wurde, mal auf die politische Dimension aufmerksam zu machen. Und das hat mir ja sehr leid getan, was nachher mit ihm passiert ist. Möchte aber betonen, vielleicht auch für die Anwesenden, dass es damals zwar eine Niederlage war für die Kämpfer gegen diesen Bau der Stadt und Kämpferinnen gegen den Bau der Startbahn West, aber es hat eine ganze Region politisiert und das hat damals dazu geführt, dass ich zum Beispiel in meinem Ort, in dem ich gewohnt habe, eine grüne Gruppe gegründet habe und dass die Grünen in Hessen sehr gestärkt wurden. Und das ist sehr, sehr enttäuschend für uns heute. Ich bin ja in dem Sprecherkreis der Bürgerinitiativen gegen den Ausbau. Es gab ja einen weiteren Ausbau, auch mit verheerenden Folgen.
und dass sich da im Grunde genommen so gar nichts verändert hat. Also die Gesellschaft, unsere Gesellschaft wurde eine Konsumgesellschaft, wurde abgelenkt. Also dieser Kampf, wie er damals stattgefunden hat, ich weiß es nicht, ob wir den heute noch mal so erleben. Ich konnte es erleben im Dannenroder Forst. Also da muss ich sagen, das fand ich fantastisch, wie viele junge Leute da waren. Aber so eine breite Bewegung würde ich mir wünschen und hoffen. Und danke, dass du den Film gemacht hast. Es gibt, ja, es gibt viel Filmdokument, also Material, das habe ich letztes Jahr in Waldorf erlebt, was überarbeitet werden könnte. Aber nochmal vielen, vielen Dank. Danke. Und es gibt heute noch einen Widerstand gegen den Ausbau des Flughafens, möchte ich hier mal betonen. Ja, ja, so, danke. Es gibt immer noch Menschen, die gegen Satz, das Moloch... Einen Satz dazu. Wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken, deswegen würde ich, weil das, ich hätte ja jetzt auch nachfragen, aber würde ich erstmal dem Herrn noch das Wort geben. Ja, das sage ich dazwischen noch, dass, weil es ja noch nicht so klar geworden ist, dass dieser Film natürlich selbst auch ein Zeitdokument ist, weil er auch vermitteln sollte, dass Widerstand und Protest auch Spaß machen kann. Ne? Und ich glaube, das teilt sich ganz gut mit. Ne? Also mich hat an dem Film sehr gefreut, diese Unterstützung der Bevölkerung zu zeigen, ne? Dass es so eine breite Unterstützung gab, auch aus der Musik, so Udo Lindenberg und so weiter. Das Alexander Schubert, das fand ich auch gut, dass er hier zu Wort gekommen ist. Ich fand, was man ein bisschen hätte mehr herausarbeiten können, ist so diese Grundproblematik, die ja heute für uns heute ja genauso wichtig ist wie damals, ist, dass man auf der einen Seite die institutionalisierte Demokratie in Form des Staates hat, mit seiner Exekutive, Polizei und so weiter, und auf der anderen Seite eine Bevölkerung, die sicherlich ein berechtigtes Interesse an der Erhaltung ihrer Umwelt hat. Und auf der anderen Seite Wirtschaftsinteressen, die sagen, wir brauchen den Ausbau des Flughafens. Das war ja jetzt nicht der letzte Ausbau des Flughafens. Es gab ja dann anschließend die Nordwestbahn. Es wurde ja ein bisschen gelernt daraus, dass man das Ganze nicht, wie Schubert sagt, militärisch löst, sondern eine Mediationsgruppe einführt und so weiter. Aber letztendlich war das Ganze ja auch eine Farce. Ich war ja selbst dabei bei den Anhörungs in der Offenbacher Stadthalle, habe Einwendungen geschrieben, habe das lärmmedizinische Gutachten analysiert und gezeigt, dass die normative Seite völliger Unsinn ist, wissenschaftlich betrachtet. Ich glaube, dass das entscheidend wäre, um jetzt vielleicht so diesen Film fortzusetzen, in die aktuelle Lage herauszuarbeiten, was ist dieser Grundkonflikt? Der Grundkonflikt ist ja nicht die Startbahn West, sondern es gibt den Dannenberger Forst und es gibt viele andere Konflikte. Wo liegen die Ursachen? Das heißt, ich glaube, das muss darauf hinauslaufen, zu sagen, wie können wir diese erstarrten, institutionalisierte Form der Demokratie, wo Leute zur Wahl gehen, und hinterher kann dann aber eine Gruppe von Leuten in der Regierung im Interesse zum Teil der Lobbyisten, der Industrie Politik machen, dass wir das überkommen müssen. Und das ist die Frage, wie kann das gehen? Das sind, glaube ich, die entscheidenden Fragen. Wie können wir direkte Demokratie, wie können wir mehr Partizipation? Ist natürlich auch eine Appellation an die Bevölkerung, sich mehr beteiligen an den politischen Prozessen. Ich bitte um Entschuldigung, wir müssen jetzt ein bisschen, weil der nächste Film kommt, ein bisschen auf die Tube drücken. Ich glaube, den Grundgedanken haben wir verstanden, da könnte ich jetzt auch viel zu sagen. Ich glaube, ganz so einfach ist es nicht, aber das vielleicht ist doch so einfach und das wird jetzt Thomas Frickel erklären. Nein, gar nicht. Ich wollte nur sagen, es entstehen ja sehr viele Filme auch zu diesen neuen Bewegungen. Ja. Gut, wir sind jetzt gewissermaßen die Veteranen, ja, aber haben Bacher Forst beispielsweise sind, glaube ich, 2 oder 3 Kinofilme entstanden. Dannenröder Forst gibt es jetzt gerade in dieser Woche gestartet von Klaus Stern und einem Kollegen, einen Film, heißt Die Autobahn, der läuft jetzt im Kino. Ne? Und da werden natürlich diese ganzen Aspekte aufgegriffen und es zeigt sich auch in diesen Filmen natürlich, wie sich die Geschichte im Kreis dreht, ja, und dass uns immer noch der große Durchbruch nicht gelungen ist, was das Bewusstsein angeht. Aber vielleicht bewegt sich ja in der nächsten Zeit was. Hier gibt es ja gerade die Ausstellung über Katastrophe nach dem Ende, heißt das. Also nach dem Ende von allem gibt es dann doch die Fridays for Future zum Beispiel. Ja. Und nach dem Ende dieses Filmgesprächs gibt es jetzt gleich einen nächsten Film. Nach dem Grande Finale sozusagen. Und nach dem Ende dieses Filmgesprächs können wir auch draußen weiterreden. Insofern, nach dem Ende kommt die Zukunft. Vielen Dank. Vielen Dank. Bis da draußen. Ja. Thank you.